Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Meine Damen und Herren, begrüße Sie heute ganz herzlich auf der Auerduld. Und zwar vom Flohzirkus. Zirkuschefin macht sich gerade schön, aber ich wollte mir schon Ihre geneigte Aufmerksamkeit hier auf dieses Tier lenken, was kein Floh ist, sondern. Na, also ich habe selber Hund, wissen Sie, und ich bin oftmals dabei, so Hunden dann Flöhe herunterzulesen, verstehen Sie? Okay, meiner hat jetzt keine, weil wir haben im Programm, Flohzirkus, oder? Genau, wir haben keine im Programm, wir haben nämlich Katzenflöhe im Programm. Ach echt, habt ihr Katzenflöhe? Wir haben Katzenflöhe, ja. Es gibt ja über 2300 verschiedene Floharten. Wie viel? 2300? Über 2300. Und wir haben eben den Katzenfloh. Ich habe früher mal als Kind öfters mal einen Hühnerfloh gehabt. Aber, ja, den gibt's auch. Den gibt's auch. Und wo kriegt ihr die Federn her? Habt ihr da Katzen zu Hause? Oder? Nein, wir haben einen Bauern, der hat streunende Katzen, da werden wir dann sozusagen beliefert. Und die sind besonders zart, die Katzenflöhe, oder? Nee, die sind etwas größer wie die anderen. Ah, echt? Mhm, der Menschen, der Katzen und der Hundefloh sind mit den größten Flöhen. Und wie gesagt, wir haben eben den Katzenfloh, weil die anderen sind ein bisschen zu klein zum Anbinden. Und wie haben Sie sich jetzt so als junge, schöne Frau in dieses Thema so hineingearbeitet? Sind Sie Biologin vom Beruf, oder? Nein, nein, ich bin angestellt hier. Ach so? Ja, ja, ja. Und da wird man nur angestellt im Flohzirkus, wenn man Ahnung von Flöhen hat, oder? Ich bin Flohdomtöse, ganz genau. Es ist also wichtig in der heutigen Zeit, dass man so Berufsziele bzw. so Berufsnischen findet, wo man sich dann so richtig gut etabliert und zu Hause findet, oder? Ganz genau, wo man sich auch wohlfühlt. Man muss ja quasi mit dem fahrenden Geschäft, ja, die rumreisen. Ja, klar. Das mag auch nicht jeder, gell? Ja. Von Platz zu Platz. Ja. Und wie lange haben Sie gebraucht, um sich dann in dieses Thema so hineinzuarbeiten? Zwei, drei Vorstellungen. Ja, dann läuft zurück. Das eigentlich. Jetzt nur eine letzte Frage. Hallo Hund, wie heißt denn der Hund? Aston. Mensch, der Aston, schaut. Der hat nicht nur so eine windschnittige Schnauze, der ist ja ganz windschnittig. Und dann folgt er noch so gut. Ja, ja. Und wer leidet da dann mehr unter so Flöhen, die dann so von der Vorstellung nicht wieder zurück ins Körbchen gehen, sondern das Weite und damit den Hund oder das Frauchen finden? Nein, tut bei uns gar keiner. Ja. Wir haben alle Spaß an der Arbeit. Das ist schön. Und die sind praktisch da schon angehängt, so wie man ganz hier sieht? Genau, die sind mit einem 0,13 mm dicken Golddraht sind die angebunden. Sieht man jetzt da eben in Großaufnahme. Ne? Das ist schon faszinierend. Ich habe schon mal im Fernsehen eine ganze Sendung über das Wesen. Wenn die Flöhen jetzt noch in der Maske sitzen würden, dann würde ich Ihnen ja einen zeigen, aber wir sind gerade noch am Schminken und am Herrichten. Die Sache ist ja die, das ist das Prinzip meines Seins. Ich möchte unseren Zuschauern praktisch, möchte ich sagen, wo sie hingehen sollen. Die sollen ja nicht die Flöhe jetzt, die sollen sich einer bei einer anschauen. Ja, wie oft ist meine denn Vorstellung? Alle halbe Stunde haben alle wir halbe Stunde. Ganz, und wann fängt sie an? Halb elf, genau, fängt die Maiduld an, ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einführung. Dir wünsche ich einen schönen Tag und du bist viel schöner als so ein Floh, ein viel besserer Floh. Du bist ein ganz toller Floh. Er ist wirklich ein, also es ist ein Herzerl. Der ist immer dabei, oder? Der ist immer mit dabei. Nein, das ist jetzt kein Zeck. Du hast eher dann so Probleme mit Zecken, gell? Das sind so Rufele, ja. Aber Zecken hat er auch keine? Nein, hat er jetzt auch nicht. Also die sind, habe ich ihm ausgemacht, aber der kriegt dann immer gleich an der Haut so Ihr seid so sensibel. Ist sensibel. Ja, haben Sie das gesehen, wie sensibel er ist? Da muss man gleich mal weiter streicheln. Also wenn Sie praktisch in den Flohzirkus gehen, streicheln Sie nicht den Hund, weil sonst kommen wir es nicht mehr weg, gell? Bisschen feiner. Der Aston, du bist einer so vornehm. Unglaublich. Ich bedanke mich und wünsche gute Umsetzung, freundliche Zuschauer. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Pfiat, tschüss, pfiat, wir schauen ein bisschen weiter, damit. Also das ist so ein mehr historisches Moment auf der Auerduld. Aber man sieht also, dass die Neuzeit auch vor dem Historischen nicht Halt gemacht hat. Also die Orgelmusik ist auf CD erhältlich. Ja? Und das ist also damit die Orgelmusik gemeint, die also von dieser Jahrmarktorgel kommt und nicht aus der Kirchenorgel. Weil drin gab es ja eine Kirche, gell, wo man auch eine Orgel hat, die Maria-Hilf-Kirche, erbaut 1925. Also das ist ein Russenrad, ein historisches, Rundfahrgeschäft, aber halt in der Vertikalen, nicht nach Horizontalen. Hat etliche Jahre auf dem Buckel. Aber es ist ein Stück Geschichte, Schaustellergeschichte. Und hier zum Beispiel, das sind jetzt Kinder, die aufs Russenrad fahren, warten. Also ich finde das ganz vorbildlich, wie es alle so in Reihe und Glied da sitzen. Mit schönen leuchtenden Westen.
Findest du vorbildlich, dass die Kinder sich hier sitzen dürfen, während die Betreuerinnen stehen müssen? Verstehen Sie? Das ist einfach toll. Ja. Weißt, das würde ich sagen so. Und jetzt wie halten es dann die Kinder auseinander, wenn die alle gleich Hutzung sind? Ja, ja. Du, natürlich, die haben alle so eine Weste. Alter, ich kann mal drunter. Ja, stimmt. Die eine hat so getigert. Ich finde das toll. Und ihr wart jetzt aufs Riesenrad fahren, oder was? Ja, das weiß ich noch nicht, ob wir Riesenrad fahren. Wir diskutieren gerade, ob wir es ihnen schon zutrauen. Die freuen sich doch so. Vor allem, man kennt die schon mal Riesenrad fahren, oder? Die werden jetzt gefüttert, oder was? Wir möchten aber bitte nicht ins Fernsehen. Ah, okay, dann wissen Sie das nicht. Das ja. Die Einverständnis der Eltern. Ja, okay, alles klar, gut. Ja, das verstehe ich gut. Aber die da oben sind die ins Fernsehen. Haben die ganz viel Schreiben. Ah, da oben das, aber die sind ja schon erwachsen. Das ist eine Schule, oder was ist das jetzt? Ja, Mädchenrealschule. Das ist eine Mädchenrealschule, was es gibt. Also das ist natürlich schon jetzt ein Bild, das ist schwierig, ich weiß das, Damen und Herren, weil man kann da nicht anders, es läuft einem da immer das Wasser im Mund zusammen. Wahnsinn. Schauen Sie, der schwitzt sogar schon. Sind Sie der da? Perlt der Schweiß raus. Das sind jetzt Makrelen, oder? Makrele sind Makrelen, oder? Das sind Makrelen, ja. Wo kommen die her, die Makrelen? Bitte? Wo kommen die her? Die kommen aus Norwegen. Aha. Ja. Beiden Weg gehabt, oder? Ja, gut. Also, da drin ja, geschwommen sind sie nicht, aber... Ja, ja, und diese mit den großen... Das links sind Forellen, also das kenne ich. Das sind unsere neuen Bio-Forellen. Echt, Bio-Forellen? Ja, da steht's dran. Weil wir müssen ja irgendwann einmal was Bio anbieten. Ja. Genau. Bio-Bachforelle. Und die kommen aus bayerischen Gewässern, oder? Ja. Die Bachforelle erkennt man praktisch jetzt im Unterschied zur Regenforelle, erkennt man die an den roten Punkten. Sehen Sie die roten Punkte? Und die können nur sachgerecht und sachkundig zubereitet werden von einem Fischbrater, der blaue Punkte im Gesicht hat. Sehen Sie, das ist praktisch dann genau, der mit den blauen Punkten. Wenn das soll. Und das sind was heißt das? Das sind die Wolfsbärsche. Ach, das ist ein Wolfsbarsch. Genau. Ja, Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gekannt. Wolfsbarsch. Ist ein Meeresfisch? Ah ja, genau. Und man sieht, dass das ein Barsch ist, weil er zwei Rückenflossen hat. Sehen Sie das? Bei dem sieht man so die beiden Rückenflossen. Ne? Das ist ein ganz edler Fisch. Mit schönen Stacheln. Und wenn er dann praktisch auf der Auer Tölt gebraten wird, das ist dann gleich einmal, da haut es praktisch den Barsch haut's dann mal ganz deutlich vor. Dann kann er eigentlich mit einem bayerischen Zander ganz locker mithalten, oder? Locker. Das ist praktisch der Zander des Meeres. Also wenn Sie es mir nicht glauben, einfach probieren. Man fängt sie eigentlich zum Braun an, dass die so, schon so schön. Sehne. Sehne. Ja. Toll. Also ich wünsche gute Umsätze. Vielen Dank. Und bedanke mich für die freundlichen Einblicke. Sehr gerne. Wir schauen ein bisschen weiter, Damen und Herren. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute wieder auf der Auer Tölt. Wissen Sie, ich bin ja immer wieder Herr Ottomeier. Ja. Ich mache gerade Fernsehen. Schön, dass ich... Griebel ist mein Name von München TV. Nein, sowas. Aber dass Sie mir über den Weg laufen, das bin ich ganz erstaunt. Ja, ich habe gerade etwas Zeit, die ich... Wissen Sie, Herr Ottomeier, wir hatten mal vor Jahren das Vergnügen und er hat mir das Archiv des Stadtmuseums näher gebracht. Das war vor 95. Sie sind jetzt in Berlin oder wo sind Sie? Nein, ich war dann in Kassel 5 Jahre und dann 11 Jahre in Berlin und bin reumütig wieder nach München zurückgekehrt seit 2 Jahren. Und, was machen Sie jetzt? Pensioniert, was so ist, wenn man die 70 überschritten hat. Wollte ich gerade sagen, so jetzt schauen Sie noch gar nicht aus. Aber wenn das war ja, in der inzwischen. Inzwischen ist der Gram des öffentlichen Dienstes aus dem Gesicht gewichen. Der Gram des öffentlichen Dienstes, haben Sie schön gesagt, Herr Ottomeier. Lustig. Aber jetzt extra eher da drüben in einer dieser Antiquitätengassen vermutet. Ja, aber ich kaufe ja auch mein Jahreskontingent an Haushaltswaren ein. Ja. Weil es eben doch hier seltenste Dinge gibt, die entweder längst ausgestorben sind oder die es nie wieder gibt. Das ist schon. Aber verstehen Sie mal, ich muss Ihnen das sagen, was ich jetzt gerade entdeckt habe, ist, schauen Sie mal das an. Das ist doch hier, eigentlich dafür, dass es Blech ist, eine schöne... wunderbare Form mit dieser Randbetonung und entspricht allen Prämissen der Design-Theorie.
Nein, es gibt ja bei Trude Petri von Berlin zum Beispiel, hat auch diese Randbetonungen gemacht. Das Trude Petri, lebt er noch? Nein, nein, das ist eine, das war eine Dame. Entwerferin, ja, ja. 1920er Jahre für Berlin. Nicht? Also das ist, man darf es nur nicht hinfallen lassen. Dann platzt es ab. Ja, aber das ist doch immer ein Vorteil, wenn es aus Ton wäre, verstehen Sie? Das war das preiswerteste Geschirr, was es überhaupt gab. Und bildete den Hauptbestandteil von Arbeiterhaushalten. Und so Originale aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg werden schon gesammelt. Also das ist, sagen Sie mal, was massiert eigentlich jemand, der doch, ich möchte mal sagen, so intensiv mit historischen Objekten, mit Kunst zu tun hatte, dann so den Gebrauch mit künstlerischem Gestalten in Verbindung gebracht hat? Was macht man da, wenn man dann im Ruhestand ist? Ja, da gibt es genug zu schreiben. Zu schreiben, Bücher. Vorworte, Bücher herauszugeben. Expertise und Beratungen. Also ich habe mehr zu tun, als mir lieb ist oder als meinem Garten lieb sein kann. Da haben Sie einen Garten alle zu bepflanzen? Nein, mit frei, da gibt es nicht so viel. Aber trotzdem, man muss die trockenen Tage abwarten und so weiter. Das ist... Ja, das ist hier noch ein Fundus von Typen im doppelten Sinne des Wortes. Ja, vor allem die Sahen, genau so alte Wäschestampfer haben es dann noch, verstehst du? Sahen, wo es normalerweise, meinst du, sind schon... Nee, sonst in Kommunalmuseen wird sowas bisweilen gesammelt. Und da muss man sonst weit für laufen, um das vor Augen geführt zu bekommen. Dann bedanke ich mich, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Ich wünsche weiterhin nicht nur frohes Suchen, sondern frohes Finden. Ja, ja. Ich bin wunderbar entspannt an einem Wochentagvormittag. Ja. Und, seitdem das Fernsehen läuft einen über den Weg. Gell? Ja, das ist auch auszuhalten. Also danke. Stellen wir das zurück, Damen und Herren. Was brauchen Sie? Kann ich, weil meine ist schon so greifig. Ach so, also Ihr Kartoffeldämpfer. Nehmen wir es doch den da. Warum? Weil er schöner ist. Ich meine, Sie sind ja aus dem Alter raus, wo man draufschreiben muss, was es ist, verstehen Sie? Sie wissen doch, wo der Kartoffeldämpfer ausschaut, oder? Lassen Sie den die jungen Leute, die Frauen. Ich habe einen größeren Namen, weil wenn ich mehr Leute habe, dann brauche ich den. Aber sonst. Also, schauen wir weiter. Dankeschön, pfiat euch. Tischdecken. Ja. Aus Leinen. Und wie ich gerade von der Dame erfahren habe, von einer deutschen Weberei in Meckpomm, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ganz mit Kranichen. Die haben nämlich nur noch Kraniche. Schauen Sie, da ist der Kraniche drauf. Und so schaut das aus, praktisch, wenn man dann vom Webstuhl nach oben schaut und so ein Kranich her vorüberzieht. Schön. Wirklich schön. Ja, aber das ist sowas dann noch. Ja, das ist natürlich dann entweder in Frankreich und in Italien gewebt, weil sie da die Webstühle haben. Ach so. Mhm. Aber das ist wirklich mal ein schönes Design, schauen Sie. Wirklich toll. Hallo. Schönen Tag wünsche ich Ihnen, gell? Sie sagen mir, gibt es eigentlich irgendeinen Trick, wenn man so Leinen Geschirrtücher hat, dass die besser saugen? Ja, man soll sie halt vorher waschen. Ja, das sowieso. Ja, man soll sie vorher waschen, ja, dann saugen sie es. Ja. Und gescheit auskochen, ja, oder? Ja, das springt natürlich ein, weil die ja mit Kalander eben gestärkt sind und dann, ja, und dann, ja, dann saugen sie sich fest. Ja, dann sollte man da gerade Leinentücher gut schirren. Also, gescheit auskochen. Vielleicht Farbe vielleicht ein bisschen, das zum Beispiel verliert nicht der Farbe, das wird dann so richtig schnell weiß. Und dann sagen sie gescheit. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.